Sehr geehrter Schmidt, liebe Besucher der Ottmar-Alt-Ausstellung, lieber Ottmar, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich hatte Ottmar Alt vor einigen Monaten schon mitgebracht, jedenfalls in seinen Werken, als ich in mein neues Arbeitszimmer hier in Mannheim eingezogen bin. Denn wo immer ich in den letzten 20 Jahren gearbeitet habe, hat er mich mit seinen Bildern begleitet. Und insofern freue ich mich, dass ich in meiner neuen Zweitheimat Mannheim, sozusagen hier in die Schule eingeladen worden bin, um ihn so zu begleiten, wie ich das in der Vergangenheit auch gelegentlich tun konnte. Wir begegnen uns jetzt seit 20 Jahren immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Der Kontakt ist ja einfach entstanden, als ich mich einmal sehr engagiert hatte, um der Organisation, die sich um Opfer von Verbrechen kümmert, dem Weißen Ring, ein wenig Unterstützung und Platz zu schaffen, hatte ich, vor 20 Jahren war das gerade modern, die Idee, eine Telefonkarte könnte man den Menschen für ein gutes Geld weitergeben, wenn sie eine Karte ist, die wertvoll wird, weil es sie nicht so oft gibt. Und bei dieser Gelegenheit entstand der Kontakt zu Ottmar Alt, der ganz schnell gesagt hat, mache ich, logischerweise ohne Geld. Und dann auf einem bunten Ring, dem Weißen Ring geholfen hat. Und irgendwie haben wir Spaß daran gefunden, nicht nur das zu machen, sondern auch sonst gelegentlich zu sehen. Und so ist daraus eine Freundschaft gewachsen, die es mir möglich macht, heute auch ein bisschen was dazu zu sagen. Wobei das Risiko ist, ich verstehe nichts von Kunst, ich weiß nur, ob ich sie schön finde oder nicht. Ich will auch sie gar nicht interpretieren im Einzelnen, sondern ich denke, was ich eher dazu beitragen kann, ist ein bisschen was über den Menschen zu erzählen, der hinter diesen Bildern steht. Künstler, das wissen alle, die sich gelegentlich mit ihnen beschäftigen wollen, sind ja besondere Menschen. Wenn sie nicht auffielen, wären wir alle Künstler. Die Frage ist ja nur, durch was sie auffallen. Insbesondere dann, wenn sie über eine Lebensleistung, und das ist bei Ottmar Alt ja ganz bestimmt der Fall, bewiesen haben, dass sie bei ihrer Sache bleiben, dass sie mit ihrer Sache eine Geschichte erzählen können und dass sie nicht ablassen, diese Geschichte weiterzuschreiben. Wenn man das will, wenn man so sein will, dann denke ich, ist das Wichtigste, was man als Fähigkeit entwickeln muss, ein Stück in seiner eigenen Welt zu leben. Weil die Welt um einen herum dreht sich so schnell, dass einen eigenen Stil zu entwickeln, eine eigene Art und nicht jeden Tag unsicher zu sein, ob man das Richtige tut, etwas ist, was uns allen im Leben schwerfällt. Was wir anderen aber wahrscheinlich ein bisschen leichter verkleistern können als der Künstler, der damit leben muss, dass am Ende das Werk aus 1966 neben dem aus 2011 hängt. Und der, wenn er als Künstler nicht nur alt heißt, sondern auch älter wird, damit leben muss, dass man versucht, die Linien zu finden. Und der gleichzeitig so kreativ bleiben muss, dass er den Mut hat, auch Linien zu brechen, als ein Teil seiner Geschichte. Dazu muss man viel auf Menschen zugehen, viel von Menschen hören und lernen. Und man muss gleichzeitig weit genug weg sein, ein bisschen ein eigenständiger Typ zu sein. Das ist er. Mit gelegentlichem Spaß an Schrulligkeit, wie man sieht, sich selbst auch ein bisschen als Kunstwerk nehmend, aber dabei nicht abzuheben. Wenn, was meine Seite angeht, eine Motivation für diese Freundschaft ist, dann ist das sicherlich, dass das ihm gelingt. Er ist, auch wenn man es nicht für möglich hält, ein ganz normaler Mensch, der genauso Freundschaften pflegen kann, der Leidenschaften hat, der ärgerlich sein kann, der Sorgen hat, der durch Krisen gegangen ist.
und er trotzdem seinen Weg nicht verlassen hat. Und er deshalb auch fähig ist, andere Menschen anzunehmen und aufzunehmen und mit ihnen zusammenzubleiben und damit das Gefühl und die Sensibilität zu behalten, was er da eigentlich gerade macht. Er ist auf diesem Weg, und das wissen diejenigen, und der Hinweis Schmidt über die Katzen ist dafür ein Beleg. Er ist auf einem Weg, den wahrscheinlich Künstler, die sich treu bleiben, immer ein Stück mitzutragen haben, nicht nur verstanden worden und wird nicht nur verstanden. Und ich glaube, dass Künstler jedenfalls zu Lebzeiten auch kein Recht darauf haben, immer verstanden zu werden. Weil wenn sie sich ständig darum bemühen, verstanden zu werden, dann beginnen sie sich laufend anzupassen. Und deshalb, ob eine Katze schön ist oder nicht, ob sie ihm auf die Nerven geht oder nicht, es ist sein Recht und sein Privileg, zu entscheiden, wie viele Katzen er mal. Und wenn er beginnt, darüber nachzudenken, ob sie anderen gefallen, kommt er in eine Gefahr. Jeder Künstler ist in dieser Gefahr, weil er auch davon leben will, weil er sieht, dass er Unterstützung braucht und weil er auch gerne gefeiert wird. Und deshalb dieses Spannungsfeld auszuhalten, das ist nicht leicht. Und das glaube ich, wenn Sie durch die Ausstellung gehen, dann werden Sie sehr stark sehen, dass Sie einen Maler, der eine Fröhlichkeit im Herzen hat, aber einen Maler, der der Ungewöhnlichkeit oder dem Eckigen nicht ausgewichen ist, zugleich feststellen. Ob ein Bild schön ist oder nicht, dabei bleibt es, entscheidet jeder von Ihnen, indem er hinguckt. Und da gibt es auch eigentlich keine zweite Chance. Wer ein Bild auf den ersten Blick nicht schön findet, schaut ja normalerweise auch kein zweites Mal hin. Wobei schön eben ein Begriff ist, den jeder von uns hier im Raum anders definiert. Schön kann ein Bild sein, das einen aufregt. Schön kann ein Bild sein, das einen beruhigt. Schön kann ein Bild sein, das einem die Gedanken laufen lässt. Und schön kann ein Bild sein, das einem in Gedanken provoziert. Kaum eines der Bilder, inklusive aller mit den Katzen, ermöglicht es Ihnen, sie zu verstehen, ohne nachzudenken. Die meisten seiner Bilder aber, jedenfalls dann, wenn er Farbe benutzt, ermöglicht es Ihnen auch, sie einfach als ein Stück Antwort, Spiegel und Gefälligkeit zu sehen. Und er gibt Ihnen die Freiheit, das eine oder das andere zu tun. Und das ist vielleicht, damit will ich den Kreis auch schließen, einer der Dinge, die einen an dem Künstlerort mal halt besonders faszinieren können, die aber auch zu seinen Problemen und Herausforderungen geführt haben. Er kann mit beidem leben, mit dem Gefallen und dem Provozieren. Das können nicht alle Künstler. Das ist wieder keine Bewertung in gut oder schlecht, sondern nur so, wie sie sind. Es gibt Künstler, die finden es außerordentlich schrecklich, wenn jemand sagt, dass einem das gefällt. Und es gibt auch Künstler, die leben davon, dass man sich vorstellen könnte, das Bild auch zur Tapete zu machen. Alle haben ihren Platz. Aber die Kombination zu finden, zu sagen, das finde ich schön, und mir ist das oft so gegangen, ich habe so ein paar Bilder auf meinem Handy, also wenn ich jemand erklären will, was Ottmar Alt macht, dann kann ich zeigen, das ist so. Da gibt es viele Leute, die sagen einfach, das finde ich schön. Die können gar nicht erkennen, was auf dem Bild ist, zu klein. Das heißt, er nähert sich auf eine emotionale Weise, mir durchaus auch. Aber wenn man dann anfängt, was ist, oft mit Windmühlen oder mit den Katzen, aber auch mit den Dreiecken und Rundungen, die sich begegnen, die zu Häusern werden, mit den Farben, die um Himmels Willen nicht zu dem Objekt passen, aber wunderschön in dem Zusammenhang sind, dann erzählen sie Geschichten. Und da aus meiner Erfahrung er sich bei den Titeln der Bilder manchmal was gedacht hat, ist er ein freundlicher Künstler, der darauf hinweisen will, eine Denkhilfe zu geben, wenn man Lust hat, danach zu suchen. Das ist nicht immer so einfach, wie wenn man ein Mannheimer Idol in ein Bild einfängt und vielleicht ein Stück neu beschreibt. Das ist
Ein Blumenpeter, ist das richtig ausgesprochen? Mannemerisch, das schaffe ich nicht. Ich mache das dann in Frankfurterisch. Das ist aber hier eben sozusagen Integrationsbedarf. Die Aufgabe, das zu zeigen, zeigt dann zum Schluss natürlich auch eines. Er ist ein großer handwerklicher Meister. Ich habe mit ihm schon im Ton gepanscht und daraus Figuren entstehen lassen. Sie sehen hier den Bronzeguss. Sie sehen unterschiedliche Techniken des Malens und Druckens. Man könnte auch vieles in Glas sehen. Faszinierende Glasfenster und Glaskompositionen, die an vielen Plätzen in diesem Land hängen. Aber er hat eben auch gesagt, ich kann auch ein Auto bemalen. Und ich kann eine Gartenausstellung illustrieren. Und ich kann ein Theaterstück in seiner Inszenierung mit einer Kulisse versehen. Und ich kann mich mit großen Skulpturen für Kinder und für Erwachsene beschäftigen. Aus Stein, aus modernen Kunststoff. Ich kenne kaum ein Material, mit dem er nicht gearbeitet hat. Und ich kenne keine Größe zwischen wenigen Zentimetern und vielen Metern, mit denen er nicht gearbeitet hat. Und insofern haben Sie hier die Chance, einen Menschen kennenzulernen, der das breite Leben eines Künstlers wirklich lebt. Der ein toller Handwerker, ein sehr kluger Maler und aus meiner Sicht ein ziemlich guter Typ ist. Und das ist dann eine Identität als Künstler, die in seinem Lebensalter einen rechtfertigt, auch zu sagen, schaut, das ist ein Stück meines Lebens. Und wenn Sie durch diese Räume jetzt gehen und durch den Raum gehen, dann sehen Sie ein Stück eines Lebens. Wenn Sie ein bisschen was über ihn lesen, sehen Sie sogar ein Stück von Höhen und Tiefen, die man auch in den Bildern erkennen kann, weil er sich auch in diesen Zeiten treu geblieben ist, nicht zu verleugnen, was er fühlt. Alles andere müssen Sie selbst herausfinden. Das wäre jetzt auch Kunstkritik. Davon verstehe ich nichts. Ich wollte etwas erzählen über Ottmar Alt. Ich finde toll, dass du die Ausstellung hier machst. Ich finde schön, dass du hier in Mannheim bist. Und freue mich, dass du mit großer Gesundheit, auch nicht selbstverständlich, und der Freude und Art, wie du bist, jetzt auch zu uns sprichst. Vielen herzlichen Dank, viel Vergnügen, einen schönen Abend. So, bevor Herr Alt jetzt noch ein paar Worte sagt, möchte ich mich jetzt bei Herrn Koch nochmal bedanken. Er hat mir, ich muss dazu sagen, ich habe Herrn Alt erst heute so vom Bahnhof abgeholt, dann sind wir gemeinsam Mittagessen gegangen und Sie haben mir absolut aus dem Herzen gesprochen, obwohl das jetzt wirklich nur etwa 2 Stunden waren. Aber was Sie gesagt haben mit Künstler, von den Bildern habe ich das ja schon erleben können, aber von dem Mensch Ottmar Alt, kann ich das ganz kurzer Augenblick wirklich nur unterstreichen. Ich darf Ihnen auch verpackt noch das Tullertässchen gleich überreichen, aber vielleicht viel besser noch, was Sie auch bekommen, und zwar von Ottmar Alt, den Blumenpeter, überarbeitet mit Widmung und das als Dankeschön. Wow.